Jo, und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Es wird zwar wahrscheinlich niemanden mehr interessieren, aber ich möchte das Let's Play nicht unbeendet lassen. Deswegen machen wir mit der Story weiter und in Zukunft, wenn ich Bock habe, dann auch noch ein bisschen online. Ja, mal schauen. Ich denke, die Online-Parts werde ich immer so ein bisschen als Lückenfüller machen, weil die Hyrule Warrior-Parts immer länger brauchen zum Produzieren. Deswegen werde ich, wenn ich mal nicht wirklich Zeit habe oder wenn ich einfach mehr Bock dazu habe, Super Mario Maker 2 Parts zu machen, dann werde ich das einfach machen. Ich grüße dich. Hättest du Sound so viel. Was? Sau. Ach so. So und so. Ja, witzig. Viel Zeit für mich? Ein tanzender Schalk sitzt mir in den Knochen. Möchtest du mein Disco-Fieber noch einmal miterleben? Nee. Gehabt dich wohl, roter Ritter. Okay. Hiermit sind wir anscheinend fertig. Ich weiß nicht mehr wirklich, was wir gemacht haben. Ich habe mir zwar vorher angeschaut, was wir so gemacht haben. Aber ich wollte jetzt doch nochmal schauen, ob es irgendwo was gibt. Aber es scheint nicht wirklich danach auszusehen. Also machen wir einfach hier mit dem Vorarbeiter-Toad fertig. Der hat bestimmt wieder Level für uns. Richtig? Richtig. Die da oben sind schon fertig. Offen, ja, okay. Alles klar. Ein Ausspurt. Jetzt heißt es Rennen, Laufen, Sprinten. Nur nach vorne, nie nach hinten. Halte Y gedrückt und verpasse keinen der Schalter. Ein aus, mit Volldampf geht es immer weiter. Alles klar. Dann los. Von Nachwuchsmusiker. Ich habe schon richtig Bock darauf. Wieder einfach ein bisschen. Ah, fuck. Einfach ein bisschen Super Mario Maker wieder zu zocken. Einfach ein bisschen entspannt hier spielen. Und von dem. Ach, man muss sich gar nicht so fett beeilen. Ja, okay, ich dachte, das Zeitlimit wäre hier ein bisschen strenger. Na gut, mein Fehler. Ach, fuck. Ich Idiot, ey, holy shit. Ja, einfach ein bisschen entspannt wieder Super Mario Maker zocken. Einfach ein bisschen von dem. Nee, ich cheat hier nicht rum. Hau ab, Luigi. Einfach ein bisschen von dem normalen Hyrule Warriors Let's Play ein bisschen ablenken. Oh nein, man muss das timen. Ich dachte, man müsste das nicht timen. Okay, na gut. Was soll's. Jetzt kriegen wir es aber hin. Ach. Zum Anfang schon wieder richtig schlecht, aber ich denke, man kann es mir verzeihen. Ich habe jetzt schon, seitdem ich das letzte Mal einen Part aufgenommen habe, das Spiel nicht mehr gezockt. Also. Man kann es mir hoffen. Wie gesagt, hoffentlich verzeihen. Und was zum Teufel? Das ist ja echt ziemlich knapp. Ich habe mich da eben geschafft, dass ich den Sprung geschafft habe, weil ich bin auf jeden Fall zu früh losgesprungen. Bei dem Sprung, wo man bis ganz nach hinten springen muss, hier bei dem. Aber ich denke, jetzt dürfen wir es haben, oder? Ja. Alles klar. Nice. Hat trotzdem besser geklappt, als ich dachte, weil ich dachte jetzt echt, dass ich hier Game Over gehe.
Ich glaube, das wäre sogar das erste Mal. Ah, jo, stimmt. Wir müssen ja diese Hammer sammeln. Ich glaube, das wäre sogar das erste Mal im ganzen Let's Play gewesen. Aber naja, vorher hat man ja auch immer so ein bisschen Übung, weil die Level am Anfang logischerweise am einfachsten sind. Ja, und jetzt haben wir schon ein bisschen die schwereren Sachen, wo man logischerweise nicht mehr davon ausgehen kann, dass wir hier das einfachste Zeug im ganzen Let's Play bekommen. Oh, nice. War es wichtig? Ich gehe davon aus, ne? Ja, okay, jetzt nicht zwangsläufig wichtig. Aber es vereinfacht trotzdem sehr stark das Leben. Okay. Aber bisher ist es eher einfach. Oder wird es jetzt schwieriger? Nicht wirklich, ne? Ich dachte, wir kriegen jetzt hier ein Power-Up und dann geht's richtig los, aber irgendwie ist es nicht ganz so schlimm. Beziehungsweise, was heißt nicht ganz so schlimm? Gar nicht schlimm. Oder gab es hier eine Mindestanforderung, was wir. Ach, scheiße, jetzt habe ich nicht die Fahnenstange oben erreicht. Obwohl ich dran war, aber naja. Also gab es ein Mindestmaß an Coins, die man sammeln musste? Oder wie? Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Ich habe das leider nicht durchgelesen hier. Ich hätte vorher das lesen müssen, was da steht. Machen wir es nochmal. Rückprallring Lift ins Nirgendwo. Ich möchte mal wieder so richtig herzlich lachen können. Also, wer wagt sich auf meinen Rückprallring-Kurs? Bisher hat ihn noch niemand gemeistert. Wer es doch schafft, darf zur Belohnung auch einmal in meine Portokasse greifen. Vom launischen Geldsack. Ah, okay. Alles klar. Ja, dann Meister des Baumkletterns. In diesem Level habe ich Bäume gepflanzt. Ich traue mich aber nicht, ihn zu spielen, also könnte jemand anderes das übernehmen. Derjenige müsste aber bitte auf dem Weg zum Ziel auf alle 5 Bäume klettern. Ja, klar, kann ich machen. Von ängstlicher Junge. Alles klar. Ich meine, diese ganzen Charaktere hier, ängstlicher Junge und launischer Geldsack und Nachwuchsmusiker war es, glaube ich. Die haben alle so eine Identität. So eine Charakter-Identität, dass das irgendwie Wario oder Luigi oder was auch immer ist. Nur bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das offiziell ist. Ich glaube nicht. Sondern das ist halt so. Man merkt, okay, der hat Ähnlichkeit mit dem Charakter und das könnte so der Charakter sein. So könnte zum Beispiel der launische Geldsack könnte Wario sein, denke ich. Und dann gibt es noch irgendwie so andere Anzeichen. So von den anderen. Mir fällt jetzt gerade gar nicht mehr ein, welches alles gab oder welche wir schon gesehen haben. Aber ich denke, man versteht, was ich meine. Also die haben immer so Charaktereigenschaften, wo man an sich so denken könnte, ah, okay, der hat Ähnlichkeiten mit dem Charakter und das ist dann wahrscheinlich auch der. Und es würde mich eigentlich auch mal interessieren, ob das jetzt so, ob es da irgendwie so eine Liste zu gibt. Vielleicht sogar eine offizielle, wer weiß. Aber ich wüsste jetzt nichts dazu. Ich glaube, ich schaue das mal zum nächsten Part nach. Alles klar. Gibt es jetzt auch ein Feuerwerk? Nein.
Alles klar. Aber wäre auch ein bisschen bescheuert mit den Schnapszahlen. Ich meine, sonst würde man das eigentlich immer machen und ich weiß nicht, das ist irgendwie pointless hier in Super Mario Maker. Wäre aber trotzdem witzig. Wäre schon witzig. Ich meine, das hat schon immer gegeben. Also, warum auch nicht? Warum nicht auch dieses Mal? Also, kann man hier hoch? Schon, ne? Ja. Ich glaube, das ging einmal nicht. Da musste man hier irgendwie über die Wolke oder so. Aber jetzt, wo es fertig gebaut ist, geht das. Und jetzt können wir ja auch die Kanone abfeuern. Und war der hier vorher schon? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube nämlich, wir waren hier eben schon. Und, also mal kurz. Und da hatte der noch keine Aufgabe für uns. Aber jetzt hat er eine. Also fragen wir ihn mal direkt, was er hat. Ich habe gehört, der rote Tod ist zurück. Was für eine Erleichterung. Tja, wie dem auch sei. Wenn du irgendwas gegen den Kriech-Piranha unternehmen könntest, stünde dir diese Röhre offen. Ah, okay. Nice, jetzt können wir hier auch mal lang. Dieser Kriech-Piranha ist das Einzige, was dir hier im Weg ist. Halte B gedrückt, um Supersprünge von seinem Kopf aus zu vollführen. Dann solltest du es doch irgendwie schaffen können, ihn zu vertreiben. Ja, das machen wir direkt. Besiege alle Kriech-Piranhas. Aha, okay. Ach, das gilt schon als Dorn. Ups. Scheiße. Ja, komm, ey. Dass man so genau sein muss. Ah, Mann. Was ist denn los? Irgendwie fühlt sich das ein bisschen delayed an. So, Controller-mäßig. Ach, halt's Maul, Luigi, nerv nicht. Okay. Okay, alles klar. Okay, hier können wir nicht rein. Dann gehen wir ins Ziel. Aha, okay. Jetzt kriegen wir aber die Flagge. Okay. Na gut. Ich meine, ich wäre eben auch so weit oben gewesen. Aber es kann auch sein, dass das von den Schuhen gemessen wird und nicht vom Kopf. Also die Entfernung zu den Schuhen ist wichtig und nicht die Entfernung zum Kopf. Also von dem gelben Ball obendrauf. Ja, alles klar. Damit haben wir die Röhre freigeschaltet, aber ich schaue erstmal, was Yamamura von uns will. Hallo, du hast dich schon ganz schön ins Zeug gelegt, was? Ich hätte da auch einen Auftrag für dich. Flug über die Luftgaleere, ja klar. Können wir machen. Ach scheiße, jetzt habe ich nicht gelesen, was er will. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Ah, okay. Zumindest wird das unten nochmal eingeblendet. Aber ich hätte schon ganz gerne den Auftrag gelesen. Zählt das als Boden? Der Ring? Ich denke nicht. Aber ich wollte es jetzt auch nicht riskieren. Sonst hätte man wieder neu starten müssen und es wäre echt unnötig gewesen. Hatten wir nicht schon mal sowas Ähnliches? Ich meine schon.
Warum kommen da eigentlich die ganze Zeit Federn raus? Wenn man die Feder verliert, fällt man auch sowieso auf den Boden. Naja, vielleicht hat man auch Glück und kann sich hier catchen, wenn man von der Kreissäge getroffen wird. Ich denke, das wird auch so sein, wenn man den Level schon kennt, dann kann man nämlich da einfach runterspringen und sich rechts an die Wand drücken. Obwohl, kommt dann darauf an, ob man nochmal eine Feder bekommt, ne? Alles klar, das zählt nicht als Boden. Sehr gut. Dann werde ich hier jetzt die ganze Zeit diese Viecher zum Springen benutzen. Und genau das ist auch von einem verlangt. Man kann sich hier sogar einen One-Up holen. Oder? Ja. Aber ich denke nicht, dass es wichtig ist. Ja, One-Up? Nee. Nein, danke. Brauche ich jetzt nicht. Okay, das zählt auch nicht als Boden. Wunderbar. Oh. Ich glaube, wenn man die Stacheln berührt, dann dreht das Klo durch, ne? Fuck. Ja, ich wollte noch schnell durch. Aber ging nicht ganz so gut. Naja, ich meine, wir haben jetzt sowieso das Klo. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt die Feder nicht mehr brauchen. Oh shit. Aua. Alles klar. Okay. Wolke. Hier können wir uns noch ein paar extra Coins abholen, aber ich glaube, die ganz oben, die kriegen wir nicht mehr. Warum habe ich jetzt kein One-Up bekommen? Ach. Unnötig, aber ist auch egal. Extra Münzen scheint es auch keine zu geben. Für extra Leben, also weiß ich nicht, warum die da ein One-Up platziert haben. Naja, was soll's. Wir schauen erstmal die Röhre rein. Was gibt's hier Schönes? Wie kann ich das irgendwie zerschlagen? Nee. Irgendwie nicht. Oder... Nee. Auch die Knöpfe nicht? Nee. Da komme ich nicht durch. Gut, dann schauen wir mal, was es noch so gibt. Hier drüben ist nichts mehr, nichts Neues, nein. Alles klar. Aufträge zu vergeben. Ja, oben, unten Mario und die Bulaken. Oh Mann ey, was ist das schon wieder für ein komischer Name. Naja, ich denke, das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ciao.